Hallo, ich bin Pauline, ich bin 17 Jahre alt und ich komme aus Cottbus. Ich bin Marie Rabe, komme aus Falkensee. Ich bin Ludwig Seifert, komme aus dem Havelland und studiere gerade Horn in Nürnberg. Ich bin Ingmar Rosenthal, bin gebürtiger Berliner, aber jetzt, da ich 19 Jahre alt bin, war es soweit, dass ich in Weimar ein Studium begonnen habe. Und zwar studiere ich Musik mit Hauptfach Akkordeon. Ich bin hier gerade in Hamburg. Und zwar mit dem Landesjugend-Akkordeonorchester Brandenburg. Denn da habe ich die Ehre, seit ich 15 Jahre alt bin, drin zu spielen. Und wir machen einmal im Jahr eine Konzertreise über mehrere Tage. Und diesmal führt es uns in das schöne Hamburg. Und wir haben auch noch zwei Konzerte vor uns. Und jetzt sind wir gerade fleißig dabei, unser Programm zu proben. Wir treffen uns dreimal im Jahr zu Probenphasen am Wochenende und dann noch einmal zur Konzertreise am Ende des Jahres. Bei einer normalen Probephase ist es so, dass wir uns freitags treffen. Dann werden die Zimmer bezogen und eine erste Probe findet statt. Manchmal auch bis spät in die Nacht, kommt darauf an, wie motiviert wir sind oder wie gut die Stücke klappen. Und ja, dann gibt es Abendbrot und auch später am Abend wird dann entweder noch solo vorgespielt oder zusammen musiziert, aber dann aus Spaß. Oder man sitzt einfach zusammen und man quatscht miteinander, weil man freut sich auch einfach, die Leute wiederzusehen. Wir sind eine Gruppe aus musikbegeisterten jungen Akkordeonisten und spielen eine große Bandbreite an Musik durch alle Stilepochen. Aufgeteilt in Stimmgruppen 1 bis 4 mit Stimmführern und einer Bassgruppe. Wir haben in unseren Reihen auch mehrere, die schon Musik studiert haben oder Musik studieren und die ihr Wissen und ihr Know-how und ihre Fähigkeiten da sehr schön einfließen lassen. Und als eine Familie im Prinzip, denn wir treffen uns auch in den verschiedensten Konstellationen, auch außerhalb der Probenphasen und der Konzertreisen und haben auch außerhalb der Musik wirklich viel Spaß miteinander, kümmern uns um uns und das ist wirklich eine tolle Atmosphäre. Ich bin sehr gerne in diesem Orchester und es macht es für mich so besonders, dass der Gruppenzusammenhalt sehr groß ist und dass man immer eine schöne Zeit hat, wenn man hier ist. Das Landesjugendakkordeonorchester ist für mich viel Musik, viel Freundschaft, aber auch sehr viel Motivation und sehr viel Verbindung durch die Musik. Wir sind ein bunter Haufen, würde ich sagen. Junge Leute, sehr sozial, sehr lieb. Einfach die Begeisterung der Musik, die jeder in diesem Orchester hat und die sich dann auch überträgt auf andere. Also die Liebe zur Musik potenziert sich durch alle. Und im Zusammenspiel kommt dann einfach was Wunderschönes raus. Grundsätzlich ist natürlich jede Probenphase ein Highlight, aber die Konzertreisen sind immer noch mal besonders toll, weil man dort noch mal mehr Zeit hat. Mit dem Landesjugendakkordeonorchester war mein persönliches Highlight bisher unsere Konzertreise nach Polen letztes Jahr. Dort haben wir mit einem polnischen Partnerorchester zusammen musiziert und haben sehr viel über die polnische Kultur und vor allem auch über deren Art und Weise mit Kultur umzugehen kennengelernt, wovon ich sehr begeistert bin. Neue Spieler sollten dem Orchester beitreten, weil sie eine unglaubliche Gemeinschaft erfahren können und durch das Landesjugendakkordeonorchester auch eine komplett neue Verbindung zur Musik finden können, die es sonst im sehr solobetonten Instrument Akkordeon ja eher nicht so gibt. Man erfährt sehr viel Motivation, man tritt in den Austausch und man kann sehr viel neuen Input bekommen. Wenn man Spaß am Akkordeonspielen hat, auch mit anderen Leuten zusammen und Freude daran hat, sich mit anderen Leuten auszutauschen und Freunde zu finden, dann sollte man sich auf jeden Fall hier bewerben.